So, hallo zurück zu Prototype, der dritte Teil, soweit ich mich erinnern kann. Wir haben hier gerade irgendwie so ein Strike-Team, was weiß ich, bekommen. Okay, das sind so Spezialeinheiten, die irgendwie ab und zu kommen. Und immer wenn so ein Zeichen darüber ist, dann ruft er die wohl. Und jetzt ruft er die und jetzt muss ich ihn wahrscheinlich töten, bevor er sie gerufen hat. Er Zu hat sie Team. gerufen. Zu spät. Zu Ja. Team. Zu Team. Okay. So, was ist das Strike-Team? Strike Team. Okay. EP-Bonus, Alter, das will ich machen. Dann sollen sie mal herkommen. Ja, In der Zeit kümmere ich mich um die hier. Ach, ich brauche eine Waffe. Oh, da ist es. Ach, das ist. Ich muss echt weglaufen, weil ich habe kein Leben mehr. Wir können sterben. Was? Wir können sterben. Ja, ich habe aber ein drittes Leben. Ach so, das bringt uns. Ah, gut, dass uns das Leben bringt. Einfach. Ja, ist ja klar, hat er schon gesagt. Unschuldige Bevölkerung. Hat er ja vorhin gesagt. Wir haben wieder voll. Jetzt haben wir voll, ja. Das ist jetzt das Strike-Team, oder? Neben dem Auto schweißt es drauf. Stimmt, ach scheiße, hab ich vergessen. Was sind an diesem Strike-Team so toll? Das sind ja ganz normale Soldaten. Ist halt ein Helikopter. Ja toll, der kann auch nichts machen. Oder nur ein Truppentransporter. Nee, der hatte MGs und. Achso. Hast du nicht Ted angeschaut? Nein, noch nicht. Wollte ich aber noch. Es gibt nichts Mächtigeres. Ja, das ist der Wunsch eines kleinen. Ich hab schon mal gehört, das ist wieder. Außer einem Pachinko-Hubschrauber, der hat ein Maschinengewehr und Raketen. Das ist viel einfacher, einfach alle zu consumen. Jetzt kann ich die MG nehmen. Und das macht natürlich auch Spaß. No man! Okay. Jetzt bin ich sicher, oder? Ja. Jetzt bin ich ein ganz normaler Soldat mit Waffe, der ein bisschen gebeugt rumläuft und dann mal sprinten kann. Ach schau, ich bin ein ganz normaler Soldat, ich schieße einfach auf die Leute. Nee, das. Ey, was ist das? Ich hab grad R gedrückt zum Nachladen, aber ich muss ja gleich nachladen. Ach so, kann ich auch wechseln. Und hier kann ich noch irgendwas freischalten. Das braucht dafür brauche ich bestimmt die Erfahrung. Da kommt noch ein Strike-Team. So, hä, hey, wo ist das? Hier auf der Map. Wie ist das? Egal. Evaded. Ach, dafür krieg ich auch einen EP-Bonus, okay. Okay. Okay, sie verschwinden. Was musst du machen? Weiß ich nicht, get to. Ach so, wir sollen vor dem Helikopter dahin laufen. Ach so, wir sollen rausfinden, wie sie dich töten wollen. Komm, ich stand da unten vor. Echt? Achso, ja. Ich war nur ein bisschen zu faul zum Übersetzen. Oder zu blöd. Ich hoffe, ich habe es jetzt richtig übersetzt. Das wäre peinlich sonst. Das ist ja praktisch mit der Distanz da oben. Ich will Soldat sein. Scheiße, jetzt haben sie es gesehen, dass ich mich verwandelt habe. Ah. Raketenwerfer kann ich bestellen. Ja, genau. Nehme ich mir einfach so einen Raketenwerfer. Was schade, dass ich jetzt. Ich kann ja jetzt anscheinend nicht diese Krallen und diese Ding da nehmen. Und diesen Hammer. Dafür kannst du jetzt Raketenwerfer nehmen. Ja, aber die muss ich mir jetzt nicht beschaffen. So einen Hammer habe ich immer dabei. Ey. Gut, dass du einfach eine Panzerfaustrakete aushältst. Scheiße, ich komme nicht runter. Nein, gib das Ding her. Nicht dich! Du hast gerade aus der Luft eine Panzer raus. Got you now. Muss ich ins Consume, ja natürlich. Consume the Ace Agent. 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 Es gibt Movie, nee, nee. Das ist nur interessant. Doctor, try to keep the discussion high level. We need to know what we're dealing with on the ground. Its effect is variable. When it does manifest, it makes the Idaho strain look like a common cold. I don't need to remind you gentlemen how close we came to the point of no return in Idaho. Mercer's body is a bomb, filled with this weaponized pathogen waiting to go off. And now it's loose in the city. Bring it in, no matter what it takes. I'd say dead or alive, but I'm not sure those classifications fit Alex Mercer any longer. Also, er hat irgendwie was mit einer Bombe. Mhm.
Das ist eine Bombe, die irgendwo... Ja, es ist übertragen gesehen, das ist wie eine Bombe. Ach, das ist eine übertragene Sinn. Ich glaube, das war wörtlich. Nein, wir sind doch keine Bomben. Nein, Asian Mercenaries Bomb. Die Bombe von. Ach so, nein, glaube ich nicht. Na egal. Was okay. Ist das denn hier? Ach, das sind die Erinnerungen, die ich von den Typen da krieg. Ach so, sind es immer so spezielle Leute, die ich konsumen kann? Ah. Es gibt auch Verbindungen zwischen den Typen jeweils immer dann, manchmal vielleicht. Das sind sozusagen unsere Gehirnzellen. Das kennen wir immer schon. Ja, das ist von Anfang an das. Okay. Ja, können wir uns immer wieder anschauen, aber eigentlich finde ich das nicht so interessant, das anzuschauen. Wir kennen es ja eh schon jeweils dann immer. Wir schauen es einfach immer an, wenn es gerade soweit ist. Wie komme ich hier raus? Escape. Return, glaube ich. Ah, Zirkumflex. Das ist das hier, oder? Ja, das Pfeilchen nach oben. Geht nicht. Revisit the Rebel. Achso. Okay, bin ich Agent? Hey, die wollen den Agent töten! Das ist eine Frechheit. Komm grad in den Boxkampf rein. Irgendwie ist das Spiel zu leicht, glaube ich, wenn du so einen Scheiß machst. Ja, hart konnte ich ja nicht auswählen, das ist gesehen am Anfang. Mission completed, du hast ihn umgeworfen. Nee, ich glaube, ich muss einfach nur viel. 110 Millionen habe ich wieder zerstört. Also im Wert von 110. Zwei Events. Was für Events? Ah, ich glaube, ich weiß was. Ich nicht. Was ist denn jetzt so? Das sind Szenen, die wir schon hatten. Nein, nicht alle. Revenge was the only clear thought in my head. Sollte es aber sein, doch. The only one I could call mine. Er will nur Rache. I knew Gentech was the key. It made sense. I'd worked there. I'd had Dana investigating its operations. And it's all black and white. Whatever had changed me, erased my past. Must have started there. I thought if I could find out who was running Gentech before Blackwatch erased them too, I could find my past. What did you think that would gain you? Answers. I wanted to find out what happened to me. The reason. Someone to blame, someone I could punish. Tell you the truth, I never thought I'd find her. I wish the hell I never had. Das ist jetzt mal wieder in der Zukunft, oder? Ja, mal wieder auf Sonntag. Also er hat gemeint, er wusste, dass Gentech der Anfang war und... Ganz kurz, das ist jetzt Day 3 of Injection, also Tag 3 der Infektion und das war Tag 18 gerade. Achso. Also wir werden ganz schön stark in 15 Tagen. So, was beherzigen wir? Also was erzählt man? Gentech war der Anfang und hat irgendwas damit zu tun. Und dann gibt es da noch Blackwatch, was auch immer das sein soll. Ja, du hast eine Satellitenschüssel, jetzt hast du auch empfangen. Oder wie das Blackwatch oder wie das heißt. Ja, das sind die Soldaten. Ja genau, EP, ja, das habe ich schon gemerkt. Cool. Okay. Also wir können uns Upgrades holen. Escape, okay, dann. Alles klar, das verstehe ich, glaube ich. Escape. Was gibt's denn hier alles? Das ist das Web wahrscheinlich von gerade, oder? Ja. Events, Statistics, Upgrades. Was gibt's hier alles? Shield Power. Nein, ich weiß noch was. Aber wir haben 50.000, das kostet 10. Also das sind jetzt Defensive Powers. Hä? Steht da. Ja, achso, und hier kann ich noch. Movements, Survivability, Combat, Disguise. Was heißt Disguise? Verkleiden. Achso, stimmt. Ja, wollen wir so ein Shield eigentlich nicht, oder? Sonst eigentlich wollen wir ihn töten. Was ist Air Dash? Ausweichen. Das ist ganz interessant. 100 EP. Was, 100 EP? Das ist ja nichts. Sprint Speed. Okay, das machen wir schon auf jeden Fall. Ja. Wie kommt das, wenn ich auch so... Ah, das ist ein Core-Item, okay. Was heißt Core? Kern. Ja, toll. Okay.
Keine Ahnung, ihr ja, halt es danach, was rauskommt. Jump, das wäre auch interessant. Ja. Ja, diese 100 gebe ich einfach mal aus. Double Tap plus Release any Movement Key. Achso. Double Tap was? Achso, den Movement Key. Schauen wir später mal. Irgendein zweimal so Ability. Critical Mass Ability. Ja, hört sich interessant an. Ich hab's nicht verstanden. Können irgendwie Attack Damage erhöhen. Wie viel haben wir noch? Schade, reicht nicht. Flying Kick Boost. Das ist geil. Im Sprinten graben, ja, das ist natürlich auch praktisch. Okay, jetzt haben wir noch 3000, das hört sich gut an. Jetzt sind wir erstmal wieder OP. Was sind jetzt Events? Ja, das sind hier auf der Minimap, siehst du ja unten. Einmal diese grünen Dinger, ja. Und einmal diesen gelben. Der gelbe ist immer gerade die Story, wie du weitermachen willst. Wenn du Erfahrung sammeln willst, so wie ich das verstanden habe, dann gibt es noch diese grünen. Und es sind halt irgendwelche Sachen, die du dann erfüllen musst, irgendwelche Aufgaben. Okay. Genau, das ist die. Wir machen erstmal so eine Aufgabe, würde ich sagen. Ja. Wahrscheinlich irgendwas mit Laufen oder so. Sieht echt aus wie GTA. Es läuft ja wahrscheinlich am Ende drauf auf selbe hinaus. Wie weit wir springen. Ja, so wir verlieren kein Leben. Natürlich nicht. Okay, also aber wir müssen mal ein bisschen was konsumieren, wir haben kein Leben mehr. Wir recken eigentlich Leben, wenn wir nicht gesehen werden, oder? Stand doch auch irgendwie. Ja. Es geht noch so irgendwie ein bisschen schneller. Okay, genug Stadtbevölkerung umgebracht. Das ist doch schon voll. Was ist jetzt das Blaue? Das war das, was ich vorhin abgebildet habe. Ich weiß nicht, was das heißt. Nehmen wir den. Ich glaube, da scheint irgendwas vom Maximum Health. Vielleicht ist das jetzt Zusatzleben, dass das Blaue erst weggeht und dann das Rote erst anfängt. Mhm. Weißt du, wie ich meine? Ja. Ja. Doch, weiß ich. Also können wir uns vorstellen. So, wo ist es jetzt? Du bist ein Freund von allen Straßenbauern. Hä, wo ist das jetzt? Ah, da oben. Die kriegen wegen dir doppelt so viele Aufträge hier. Ich glaube mehr. Okay. Also müssen einfach möglichst schnell zu diesen Punkten laufen, die jetzt da gerade nach und nach erscheinen. Wir kriegen dann, je nachdem wie schnell wir sind, wahrscheinlich je nachdem, es gab irgendwas mit Gold, Silber und Bronze wieder ein. Also sozusagen die Olympischen Spiele hier. Bisschen anders. Aber das hat nichts mit Töten zu tun. Das ist doch was Neues bei dem Spiel. Ja. Es hat nichts mit Töten oder Leichen aufsaugen oder... Shit, aha, hätte ich doch da hoch. Wo ist der Nächste? Es ist auch wie Assassin's Creed, das Flaggenrennen. Ja, stimmt. Ich glaube, die sind Fans von Assassin's Creed oder umgekehrt. Vielleicht der gleiche Macher, weiß ich nicht. Toll, jetzt bin ich aber reingesprungen. Danke, Fabio. Ist gerade der Fabio reingekommen. Jetzt bin ich vorbeigesprungen. Oh, nochmal. Okay, das wird richtig scheiße. Machen wir es nochmal danach. Wenn du zur Tür reinkommst. Ja, schau mal dahin. Konzentriere mich, okay? Also, der Frank ist es mal wieder zu Besuch. Wird verlinkt. Springen. Oh. Toll, es ist bestimmt nicht mal Boss oder so. Gott, war das schlecht. Toll, es ist überhaupt nichts. Okay, play again. Versuchen wir es nochmal. Jetzt weiß ich ja den Weg. Sag mir dann, wo lange. Nee, du hast doch nicht gemerkt. Ja, ungefähr wissen wir schon gemerkt, wir haben. Ja, ungefähr. Mal schauen. Also gut, da auch, darum, darüber. Und springen. Jetzt musst du gleich einen 90-Grad-Knick machen da oben. Wie findest du das Spiel, Fabio? What? Was ist das? Das ist einfach nur so ein Adventure, wo man halt hier so ein bisschen rumspringen muss. Aber sonst muss man eigentlich nicht viel machen. Ist eigentlich ganz friedlich und so.
bin einmal kurz reingekommen. Oh, hast du den Backflip gesehen? Oh ja. Nochmal. Du bist gar mit dem Kopf aufgekommen. Psst. Nein, wäre ich doch gesprungen. Oh toll, das wird jetzt vielleicht Silber. Dann hättest du Gold gehabt. Ja. Hätte ich. Ist es noch so? Hast du halt nicht mal. Doch, Bronze habe ich auf jeden Fall. Doch, Silber. Okay, es reicht mir. Dumm. Geil, ne? Lief. 9000 Erfahrung. Ne, 6000. Doch 9000. Das kann sein. Okay. Schau mal, Fabio. Also, das ist jetzt der eine Teil vom Spiel. Der andere Teil sieht so aus. Ne, nicht so, warte. Eigentlich. So. Oh! Ist ganz nett, gell? Der Fabio ist schon über 18, also er kann das auch ansehen. Deswegen ist es überhaupt kein Problem. Ja. Es ist halt so. Einmal rennt man so rum und... Shit, jetzt wurde ich gesehen. Ach, echt? Nein, zwischen danach, wo der Freund mich nicht gesehen. Von Blackwater oder so. Blackwatch. Blackwatch. So, jetzt kann ich mich umändern. Jetzt bin ich nämlich hier. Jetzt bin ich eine Frau. Jetzt nochmal, jetzt einfach so rum. Was für eine hässliche. Du kannst einfach so jeden wechseln und dann erkenne ich die Polizei auf, nicht mehr. Meine. So Dinge auf. Schau mal, GameStop-Werbung. Was hast du jetzt? Hast du die GameStop-Werbung gesehen? Ja, du hast gerade den Typen im Kopf im Boden gerammt. Das finde ich gerade sehr interessanter. Schau, ich kann auch hier. Und dann hier zielen und schießen. Nicht selber knallen. Ja. So, was machen wir jetzt? Machen wir jetzt. Alter. Es leuchtet. Hint. Ach so, ein Hint. Da brauche ich keine Hints, oder? Ach so, ich kann Text chargen. Ah. Was? Okay. Ich will wieder eine Frau sein. Komm her. Ach mein Gott. Such die nächste Mission. Ich bin nicht die gesamte New York. Wir machen die Mission oder die den hin. Du weißt schon die. Ist mir wurscht, das Laufen. Such dir was aus. Machen wir Mission. Alter. Ist das nicht das Blackwatch oder so? Ne, keine Ahnung. Ja, das ist so. Ich schreie immer noch wie ein Mann. Das Coole ist halt einfach das da. Muss der Wände hochlaufen können. Dim, 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 dim. Vor allem der Saito, den du jedes Mal machen musst. Meinst du den hier? Ja, genau. Ja, vor allem wir sind ein bisschen... Doch, das war der Sprint-Grab. Das war der Sprint-Grab. Ah. Okay, nimm das Auto mit da hoch, Okay, das seht ihr aber erst im nächsten Teil. Denn wir pausieren jetzt.